Eine Stimme schien mir zuzurufen, wer wohl hatte ein Interesse am Tod von Claudine? Und die Überzeugung von der ungeheuren Gefahr, in der ich schwebte, hat mir jenen Ausruf, von dem Sie sprechen, entlockt. Diese Erklärung klang durchaus plausibel, sogar wahrscheinlich. Tabaret hatte vorausgesehen, dass man den Beschuldigten nicht ungerüstet finden werde. Monsieur Daburon bewunderte Alberts Geistesgegenwart und die Wege und Auswege dieser abgründigen Fantasie. Tatsächlich scheinen Sie ja auch das größte Interesse am Tod dieser Frau gehabt zu haben. Das Motiv des Verbrechens war keineswegs Raub oder Diebstahl. Was in die Seen geworfen wurde, wird man wiedergefunden. Wir wissen auch, dass alle Papiere verbrannt worden sind. Hätten Sie irgendeinen anderen Menschen als Sie kompromittieren können? Wenn Sie es wissen, sagen Sie es. Was könnte ich Ihnen hierauf antworten, Monsieur? Nichts. Waren Sie oft bei dieser Frau? 3 oder 4 Mal. Mit meinem Vater. Ein Kutscher Ihres Hauses behauptet, Sie mindestens 10 Mal hingefahren zu haben.